Wir sind da, seid ihr da? Wir sind die Frauen vom Frauenstreik und wir wollen heute euch darüber reden, wie die Regierungen in Europa uns als Frauen spalten. Sie wollen uns trennen, aber wir lassen uns nicht trennen. Sie wollen uns spalten mit unterschiedlichen Aufenthaltsstatusen. Während die einen bleiben können, müssen die anderen gegen Abschiebung kämpfen. Sie spalten uns durch Klassen und Löhne, die Prekarisierung der Jobs und der Aufenthalte isolieren Frauen und zwingen sie unter schlechten Bedingungen auch für andere Frauen zu arbeiten. In der Pflege, als Tagesmütter, Putzkräfte und diese ganze so-called Care-Work. Ihr Rassismus und Fundamentalismus spalten uns. Unser Recht auf ein Leben ohne Gewalt und sexuelle Belästigung wird immer stärker von der Rechten instrumentalisiert, in Deutschland und weltweit. Wir aber sind solidarisch, von Raqqa oder Avron bis Köln und Chemnitz. Sexismus spaltet uns. Wir werden gegeneinander ausgespielt und in Konkurrenz gesetzt. Unsere Schwesterlichkeit wird ständig durch sexistische Angriffe und Gewalt im Alltag gebrochen. Deswegen wollen wir uns am nächsten 8. März unteilbar zeigen. Wir rufen auf zu einem feministischen Streik. An diesem Tag werden wir nicht zu unserem unterbezahlten Job gehen. Aber das ist nicht alles. Alle Frauen und alle queere Menschen sind Arbeiterinnen. Wir putzen, wir pflegen in Deutschland immer noch doppelt so viele Stunden wie Männer. Wir kümmern uns um eure Kinder. Wir hören zu. Wir pflegen, wir heilen, wir begleiten. Wir geben Unterstützung und kriegen dafür weder Lohn noch Anerkennung oder Hilfe. Stellt euch vor, eure Büros oder Schlafzimmer werden am 8. März nicht mehr geputzt. Und zum Abendessen könnt ihr euch Falafel holen. Stellt euch vor, alle Frauen streiken. Väter und Onkel-Brüder waschen die Kids und bringen die zur Schule, während wir unsere Wut auf die Straßen tragen. Frauen auf der ganzen Welt! Frauen auf der ganzen Welt werden am 8. März streiken. In Spanien, USA, in England und Argentinien. Stellt euch vor, alle Frauen auf der Welt streiken und die Welt steht still. Wir streiken! Wir streiken, weil wir zu eurer Gewalt und eure Belästigung nicht mehr schweigen wollen. Es ist 2018. Die Zeit ist reif. Wir streiken, weil wir nicht weiter 20% weniger für die gleiche Arbeit verdienen wollen. Und auch nicht alle schlecht bezahlten, prekären Pflege- und Fürsorgejobs machen wollen. Und Kralas, wir lassen uns nicht mehr spalten. Wir stehen gemeinsam gegen die rassistische Vereinnahmung unseres Feminismus. Wir streiken, weil unsere Körper und unser Leben nur uns gehören. Weil wir über unsere geschlechtliche Identität selber bestimmen wollen. Der Staat hat hier nichts zu erzwingen oder zu kontrollieren. Und auch über unsere Kleidung, Kopfbedeckung und Kinderwünsche wollen wir selber bestimmen. Weil Abtreibung ein Menschenrecht ist, worüber alle aufgeklärt werden sollen. Weil wir von der Diskriminierung von Müttern auf der Straße und auf dem Arbeitsmarkt die Schnauze voll haben. Mütter in Deutschland werden aus dem beruflichen Leben rausgehalten. Kalas! Wir streiken gemeinsam und über Grenzen vereinen gegen die weiße, sexistische und männliche Macht, die zu Krieg, Ausbeutung, Zerstörung und rassistischer Unterdrückung weltweit führt. Am 8. März werden wir nicht mehr alleine mit unseren Problemen sein. Wir werden die Erfahrung machen, wie viel Macht wir als Arbeiterinnen haben. Wir machen politische Arbeit und wir werden unsere Realität gestalten. Wir sind Kolleginnen, wir sind Liebhaberinnen, wir sind Schwestern, Töchtern, Mütter. Wir werden zusammenhalten und damit zeigen, wie viel wir gemeinsam bewegen können. Ein Streiktag ist nur ein Tag.
Aber bis hin zu diesem Tag werden wir uns kennenlernen. Wir werden uns vernetzen und organisieren. Wir werden die Barrieren und Grenzen, die uns teilen, zerstören. Wir werden uns die Zeit und den Raum nehmen, unsere Schmerzen, Erschöpfung und Isolation auszudrücken und zu teilen. Und wir werden feststellen, dass dies gemeinsame Erfahrungen sind und unsere persönlichen Probleme als politisch begreifen und bekämpfen. Der Tag des Streiks eröffnet uns einen Bruch im sexistischen und kapitalistischen Alltag und gibt uns den Raum, unsere Utopien gemeinsam zu denken. Dieser Streik ist kein Ende, sondern nur ein Anfang. Und der Streik gehört jeder von uns. Also sprecht mit euren Kolleginnen, euren Nachbarinnen und Schwestern. Organisiert den Streik mit allen von uns, die in eure politischen Gruppen oder eure Strickgruppen, eure Kita, eure Schule oder Sportverein. Und kommt zu unser Treffen und macht mit. Sehr wichtig, wir laden euch herzlich ein, mit euren Orgas und euren Leuten am 10. und 11. November nach Göttingen zu fahren und gemeinsam mit Gruppen aus ganz Deutschland unsere Forderungen zu diskutieren. Und vor allem am 25. November ist leider noch ein Tag, wo wir gegen Gewalt an Frauen und Frauenmord protestieren müssen. Es ist noch ein Tag 2018, wo ihr mit uns auf der Straße kämpfen müsst. Wir laden alle euch herzlich ein, euch uns anzuschließen, und wir begrüßen unsere Mitkämpferinnen, die Kurdinnen dort, und wir sehen uns am 25. November auf der Straße. Und jetzt wir Maria Antonia ein Wort.